dass man früher glaubt, jetzt spreche ich nach dem Muskel aus. Okay, ja. Aufwärmen ist auch beim Kegeln wichtig. Das war die erste Lektion beim ersten Medienkegeln der Salzburger Sparkasse. In der ASV-Sportanlage in Itzling ging es für die 30 Medienvertreter in 8 Teams vor allem um eines: möglichst viele Kegel zu werfen. Denn jeder Kegel zählte 1 Euro zugunsten des TETZ, des Tageselternzentrums. Jawohl, der Sackuhr! Und die Medienvertreter entwickelten Ehrgeiz, um es der Sparkasse möglichst teuer zu machen. Auch die Tageseltern lagen gut im Rennen, durften aber nicht ins Finale eingreifen. Ist ja unfassbar! Ist ja unfassbar! Ein Wahnsinn! Warm Anzug, bitte warm Anzug, liebe Medien! Finale! Auch ein spannendes Finale! 40 Wurf in die Vollen und dann haben wir einen Sieger für heute. Da bettelten sich die Besten. Vom Verlagshaus Salzburg gegen Echo, das vom Sparkassengeneral Verstärkung bekam. Und der Salzburg-Krone. Echo gewann knapp. Gesamt wurden 3456 Kegel geworfen, die als Euro am Spendenscheck landeten.